Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es wird jetzt langsam kalt und natürlich, wenn es kühler wird, möchte man gerne was Schönes, Warmes, Flüssiges. Und ich habe gedacht, heute koche ich ein Porree Hack Schmelzkäse Suppe. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Als erstes werden wir unsere Gemüse klein schneiden. Zwiebeln kleine Würfelchen, Knoblauch kann man in Scheiben oder auch besser lieber in Würfelchen und die Porree nicht so ganz feine Streifen. Und bei der Porree ist es so, dass hier zwischen die Blätter sammeln sie sich auch Erde. Und deswegen müssen wir es mal sauber machen. Wir schneiden einfach die durch. Dann können wir aufmachen und unter fließendem Wasser schaut, was da gesammelt ist. Alles schön abspülen. Ich gehe jetzt mal zum Waschbecken und spüle das alles ab. So, alles gut abgespült. Prüft ihr lieber nach, dass danach auf die Zähne nicht die Erde knirscht. So, das Ende so ein bisschen schneide ich jetzt mal ab. Und das kann man bei der Gemüsebrühe kochen verwenden oder kann man das klein schneiden und in Dürrgerät stecken. Und dann habt ihr eine wunderbare Gemüsebrühe getrocknet. Schneide jetzt mal den Porree. Und wie gesagt, nicht so ganz fein, weil es wird dann so ziemlich verkocht und weich, dass man mal sieht, dass da Porree ist. Manche nehmen diese grüne Teil nicht und ich finde es gerade, dass aromatisches ist im grünen Teil als im weißen. So, Porree haben wir geschnitten und jetzt schneiden wir Zwiebeln und Knoblauch. Zwiebel schneide ich auch in kleine Würfelchen. Angenehmer und zum Essen. Und dann auch den Knoblauch. Und dann einfach so klein hacken. So, mit Gemüse zerkleinern sind wir fertig. Was ich noch verwende, das ist Schmelzkäse, Kräuterschmelzkäse und Sahneschmelzkäse. Und als Brühe habe ich einfach Wasser genommen und getrocknete Brühe da reingegeben, ein Esslöffel. Und das haben wir jetzt als Gemüsebrühe. Von den Gewürzen verwende ich Salz und Pfeffer, bisschen Muskat und Cayennepfeffer. Und anbraten werde ich mit dem Öl. Kann man natürlich auch mit dem Butterschmalz. Meines alle muss ich noch neue machen. So, jetzt gehen wir ans Herd und werden wir es kochen. So, stellen wir es mal Töpfchen auf den Herd. Geben wir da Öl oder Butterschmalz, wäre sogar besser. Nur zum Anbraten von dem Knoblauch und Zwiebel brauchen wir ein bisschen Fett. Danach ist auch ein bisschen Fett auch in gehacktes. In meinem Fall habe ich halb genommen. Kann man oder nur Schwein nehmen oder nur Rind nehmen. So, als erstes geben wir Knoblauch rein. Und braten wir erstmal Knoblauch, aber bitte nicht schwarz. Nur, dass er seine Aroma gibt und dann wird es schön riechen. Und wenn er merkt, dass er jetzt schon so bräunlich, dann gleich muss man Zwiebel drauf machen, weil Zwiebel wird dann diesen Brand sozusagen löschen, weil er hat sehr viel Feuchtigkeit. So, jetzt kommt er, dieser wunderbare Knoblauchgeruch. Und jetzt geben wir gleich sofort Zwiebel. Zwiebel gibt gleich Wasser raus und wird alles gelöst. Machen nur kurz mit dem Zwiebel. Zwiebel muss nicht gelb werden oder angebraten. Nur ein bisschen angeschmort.
Und jetzt kommt schon Hackfleisch rein. Jetzt gleich so. Und zerkleinern mit dem Löffel. Und werden wir jetzt mal gehacktes richtig schön anbraten. Aber nicht, dass er hart wird. Sonst schmeckt dann im Suppe nicht, wenn man auf die harte gehacktes mal drauf beißt. Muss nur gar werden, einfach schmoren. Nie auf ganz starke Hitze machen. So, den Hack habe ich richtig gut zerkleinert. Decke ich es zu und schmore so ungefähr so 10 Minuten. So, nach 10 Minuten schaut nun unser Topf so aus. Fast ganze Feuchtigkeit ist jetzt ausgedampft, ganz minimal. Jetzt können wir auch schon unsere Puri dazu geben. Und jetzt geben wir auch die Brühe. Ich habe jetzt hier mehr abgemessen, 800 ml, und das wird es reichen, weil den Lauch fällt dann noch zusammen und Lauchsuppe mag keiner, wenn es zu dünn ist. Können wir gleich schon würzen mit Salz, Pfeffer, bisschen Cayennepfeffer gebe ich auch gerne und den Muskatnuss. Jetzt nochmal umrühren und ungefähr auch wieder so 10 Minuten köcheln lassen. Deckel drauf und fertig kochen. So, 10 Minuten sind wieder mal rum. So, schaut ihr, Lauch ist zusammengefallen und jetzt ist es nicht mehr so dick. Aber Flüssigkeit könnt ihr nach eurem eigenen Geschmack dazu geben. Und wenn es sogar später, dann gebt ihr einfach von Wasserkocher richtig heißes Wasser rein. Keine kaltes. Und jetzt zum Schluss geben wir noch unseren Schmelzkäse. Ich habe mein jetzt Herd auf 1 gestellt, dass er nicht mehr Sprudel kocht. Wenn ihr Elektroherd habt, es kann man sogar komplett ausmachen, weil der Herd bleibt es immer noch heiß. Jetzt am besten lieber nicht kochen, sondern unsere Schmelzkäse schmelzen lassen in heiße Suppe. Ich gebe 2, einmal Sahne und einmal Kräuter, ist richtig schön sahnig. Ich kenne viele, machen noch Creme Fraiche rein. Ich mache das nicht. Ich stelle lieber Creme Fraiche auf den Tisch und wer das mag, kann sich noch dazu geben. Weil ich finde, es ist so viel Schmelzkäse drin, das ist irgendwie Creme Fraiche fast überflüssig hier. Und jetzt einfach mal rühren, bis das unsere Schmelzkäse geschmolzen ist und lasse dann meine Suppe einfach so ein paar Minuten ziehen. In dieser Zeit, bis das Suppe einfach steht und ruht und zieht, mache ich Brotwürfelchen und das werde ich euch jetzt zeigen. So, ab und zu mal kurz umrühren und nicht nochmal aufkochen. Wenn ihr das aufkocht, kann passieren, dass der Schmelzkäse gerinnt und dann sieht nicht so appetitlich aus. Es trotzdem schmeckt, aber das Aussehen dann nicht so. Zu und lasst ihr einfach auf dem heißen Herd ziehen. So, für die Brotwürfel habe ich jetzt genommen einen ganz normalen Vollkorntoast. Schneide ihn jetzt in Würfel. Kann man auch Baguette geben dazu. Oder sogar Baguette-Scheiben rösten. Mit Olivenöl schmeckt sehr lecker. Gebe es in die Schüssel. Weil ich möchte gerne es in Heißluftfritteuse machen, dann kann ich gleich hier ist alles würzen und nicht noch 2 Schüssel dreckig machen. Gebe einfach ein bisschen Olivenöl und dann Gewürze. Gewürze nach Geschmack. Ich habe hier unterschiedliche Kräuter mit getrocknet. Dann gebe ich dir dann ein bisschen noch Thymian. Passt auch dazu. Ein bisschen verreiben. Und ein bisschen Gewürzsalz.
fertig. Und gehe das jetzt in die Heißluftfritteuse bei 175 Grad oder 180 Grad kann man nehmen, ungefähr für 6-8 Minuten. So, meine Lieben, meine Brotwürfelchen sind auch fertig, habe ich bei 180 Grad nur 5 Minuten geröstet. Schaut ihr, richtig perfekt. So, und jetzt können wir unsere Suppe servieren. Duftet, wie lecker. Ich könnte euch wirklich zum Tisch einladen. So lecker ist die Suppe. Und die Konsistenz von der Suppe finde ich auch voll in Ordnung. Nicht zu dünn und nicht zu dick. Schaut. Ach, duftet. Und obendrauf einfach ein paar Brotwürfelchen drauf geben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch ein Löffelchen von Creme Fraiche dazu geben. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere wird das nachkochen und mal ausprobieren, mir einen Kommentar schreiben, für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!